Zu jung, schafft mir die Arbeit nicht. Rothaarige schwätzen so viel. Wer auf seine Kleider nicht achtet, achtet auch nicht auf das Vieh. Dir schmeckt wohl die Arbeit nicht, wie? Du hältst es wohl auf keinem Hofe aus, dass man dich jedes Jahr auf den Mägdetag trifft. Zum Treffen gehören immer zwei. Es gibt auch Feuren, bei denen das keine Magd aushalten kann. Komm! Bei dem wird mir der Dienst gefallen, das glaube ich. Zu dem käme ich gleich. Ja, ja. Sucht der Bauer eine Magd? Ja, die suche ich. Wie heißt du denn? Helga. Bisschen jung noch. Besonders kräftig bist du wohl auch nicht. Aber als Kleinmagd wird schon gehen, was? Ich bin nicht zum Mägdetag gekommen. Was ist denn mit der? Die wird man keinen Dienst mehr finden. Auf einem anständigen Hof nicht mehr. Auf keinem Hofe mehr. Das ist doch die Helga Christmann. Die vom Moro. Ja, die bei dem Peter Nolde in Dienst war. Ja, da hat sie auch wieder gehen müssen. Ja, als der Nolde geheiratet hat. So, die ist das. Ja. Wie lange bist du in Dienst gegangen? An die 3 Jahre. Und was hast du gelernt? Alle Hausarbeit und Feldarbeit auch. Aufs Feld brauchst du bei uns nicht. Bei wem warst du zuletzt? Beim Dorfschulzen Jens Wilker. Ich werde bei ihm nachfragen. Er ist gerade im Gemeindehaus drüben. Er hat heute Gerichtstag. Lasst das Fenster zu! Oder meine Gift soll ich holen. Der Richter will die Fenster offen. Jens Wellgraf. So? Ja, er sagt, er erstickt hier in der Aktenluft. Ist ihm der Prozessdreck in die Nase gestiegen. Verleumdung, Viehdiebstahl, Erbschleicherei, Urkundenfälschung. Ich glaube, Wellgraf, der Richter ist heute nicht der Einzige, der genug hat von der Gerichtssitzerei. Das kann ich mir denken. Ist hier Jens Wilgraf? Wilgraf! Wilgraf! Eben bist du doch noch hier gewesen. Lass deine Eulenspiegeleien. Eulenspiegeleien? Was gibt's denn, Carsten Dittmar? Einen, der sich selber sucht, Jens Wilgraf. Ich wollte von dir eine Auskunft haben. Ach hier, im Krug, bei einem anständigen Druck. Sie haben ja nur noch eine Sache. Und die wird der Richter herunterhaspeln wie's Vater unser. Er hat doch selber genug von der Plackerei. Er weiß schon, worauf es ankommt, der Richter. Aufs Geld. Immer wieder aufs Geld. Zur Verhandlung kommt die Klage der ledigen Dienstmagd Helga Christmann vom Moorhof gegen den Vollbauern Peter Nolde, verheiratet. Der bin ich. Ist die Klägerin nicht erschienen? Sie steht draußen und weint. Sie schämt sich wohl hereinzukommen. Hätte sie sich vorher geschämt. Das Reinkommen. Komm! Komm! Was stehst du draußen herum? Du hast das Gericht angerufen. Du machst deine Sache nicht besser, wenn du sie jetzt nicht vertreten willst. Also, Helga Christmann, du klagst gegen den Vater deines am 5. Dezember geborenen Kindes. Ja. Als den Vater des Kindes gibst du deinen früheren Dienstherrn Peter Nolde an. Ja. Ich bin nicht der Vater. Na, es liegt nahe für dich, deinen früheren Dienstherrn anzugeben. Bei ihm bist du sicher, zu deinem Gelde zu kommen. Aber du bleibst bei deiner Aussage? Nun, es
kannst du nicht antworten. Er ist der Vater des Kindes. Da Nolde es bestreitet, musst du ihm den Eid darüber zuschieben. Peter Nolde, sind Sie bereit, diesen Eid zu leisten? Ja. Sie sind sich über die Bedeutung des Eides völlig im Klaren. Sie wissen, dass ein Meineid eine schwere Sünde ist und streng bestraft wird. Ja. Für einen verheirateten Mann ist die Versuchung groß, sich von allem freizuschwören. Wollen Sie nach dieser Belehrung trotzdem schwören? Ich will schwören. Auf die Bibel. Er kann nicht schwören. Er darf doch nicht schwören. Schwöre jetzt nicht. Sie hat Angst, ihre Sache zu verlieren. Peter Nolde, legen Sie die rechte Hand auf die Bibel. Und sprechen Sie mir nach, ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich nie mit der Dienstmagd Helga Christmann, dass ich niemals mit der Dienstmagd Helga Christmann. Was will sie denn mit der Bibel? Will sie den Eid nicht? Ruhe! Lass dem Gesetz seinen Lauf. Jetzt kannst du es doch nicht mehr ändern. Er darf nicht schwören. Ich verzichte auf alles. Er ist der Vater des Kindes. Aber ich will nicht, dass mein Kind einen Meineidigen zum Vater hat. Deshalb darf er nicht schwören. Soll so sein, wie du sagst, Helga. Die Klage wird zurückgenommen. Sie sind damit zufrieden? Ja. Es ist wohl am besten so. Danke dir, Helga. Du hast eine gute Tat getan. Was hat er gesagt? Gute Tat getan. Gute Tat getan, hat er gesagt. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Helga, willst du nicht aufsteigen? Ich kann dich gut ein Stück mitnehmen. Viel Spaß unterwegs mit der da. Als Malzuckerschmierer könntest froh sein, wenn du solche Tochter hättest. Na, Carsten Dittmar, wie wär's mit einem Grog im Wirtshaus? Du wolltest mich doch was fragen. Es ist nicht. Ich habe es mir überlegt. Es hat wohl noch Zeit mit der Magd. Na gut, dann auf ein andermal. Carsten, wenn du beim Amtmann vorbeikommst, grüß dich Gertrud. Will ich ausrichten. Na dir, ich hoffe, dass Sie sich bald den Brautschmuck bei mir bestellt. Sie hat ihn sich schon angesehen. Versorgt das Pferd nicht, ehe du den Wagen ablehnst.
Wenn der Jungknecht sich um seine Arbeit nicht kümmert. Da muss der Großknecht das Pferd im Geschirr stehen lassen. Jawohl. Ha? Gertrud. Seit wann spannt denn die Amtmannstochter selber die Pferde aus, hä? Wenn der Jungknecht sich um seine Arbeit nicht kümmert. Das wird mal eine tüchtige Frau. Das heißt, so bald gebe ich dich noch nicht her. Hast du im Ort Einkäufe gemacht? Warst du auf dem Gericht oder beim Mägdetag? Alles zusammen. Aber das Wichtigste kommt noch. Was denn, was denn? Na, das zwischen uns beiden. Vater, Carsten bleibt zum Mittag bei uns. So. Na ja. Tag, Carsten. Dein Vater wird es mir nie verzeihen, dass ich nur von einem kleinen Los bin. Er wird sich daran gewöhnen. Verlass dich drauf. Wie wir zueinander stehen, Carsten, geht nur uns beide an. Da kann uns nichts dazwischen kommen. Na, wenn der da der Einzige ist, der dich von mir trennt. Dann können wir ruhig essen gehen. Lass gut sein, Gertrud. Solange mich dein Vater nicht freundlicher einlädt, esse ich lieber zu Hause. Jetzt könnte sich bald entscheiden, ob aus der Hochzeit was wird oder nicht. Für Carsten wäre es ja ein großes Glück, aber der Amtmann will wohl höher hinaus mit seiner Tochter. Meinst du nicht auch, Vater? Das Beste wäre, wenn du einmal zum Amtmann gehst und mit ihm sprichst. Aber du bringst ja die Zähne nicht auseinander. Sie ist reich, sie ist hübsch und sie liebt ihn. Wenn die beiden nicht zusammenkommen, bist du schuld. Ach, und es wäre so schön. Mit der Ehe ist wie mit dem Speck. Wenn er mager ist, schmeckt er auch. Aber der richtige Speck ist es doch nicht. Tag, Mutter. Tag, Carsten. Ah, Vater. Guten Tag. Kannst gleich essen, Carsten. Soll schön grüßen von der Gertrud. Warst du bei ihr? Hm? Na, wie ist der Amtmann zu dir gewesen? Er will noch nicht zurecht. Hauptsache ist, dass die Gertrud will. Die setzt ihren Kopf schon durch. Hast du eine Magd für mich gefunden? Hm, auf dem Mägdetag. Da war nichts Rechtes. Aber dann bin ich auf dem Gericht gewesen. Auf dem Gericht? Ja, da hat ein Mädchen eine Sache gehabt. Erst sind sie alle gegen sie gewesen. Kein Wunder, sie hat einen schlechten Ruf. Aber dann hat ihr der Richter selber die Hand gegeben. Und wer war das? Ach. Die Helga Christmann vom Moro. Nebel heute wieder über dem Moor liegt. Tja, Nebel, da gehen die Stimmen über das Moor. Suchen nach denen, die draußen sind.
wurmstichiges Holz. Es taugt nicht. Hier. Es gibt ein gutes Paar Schuhe. Zeichen unter den Schuh? Das bringt Glück. Wer die trägt, der verliert nicht den Weg und sinkt auch nicht ein. Willst du sie deshalb besser verkaufen? Man kann sie nicht verkaufen. Sonst geht das Zeichen verloren. Für wen hast du sie denn gemacht? Die darf bloß einer tragen, der das Zeichen auch in sich hat. Warum gehst du nicht ins Haus? Ich traue mich nicht rein. Du hast doch auf dem Gericht so viel Mut gehabt. Und jetzt hast du Angst vor deinen eigenen Eltern? Sie erwarten doch, dass ich Geld bekommen habe. Lass jetzt das weinen. Es gibt genug Leute, denen es schlechter geht als dir. Das glaube ich nicht. Niemand will etwas mit mir zu tun haben. Ach, das ist ja Unsinn. Was meinst du wohl, weswegen ich hier bin? Du sollst zur Mutter kommen. Hm? Sie will dich fragen, ob du zu uns als Kleinmarkt gehen willst. Ja. Weiß sie denn auch? Sie weiß genauso viel von dir wie alle. Was soll denn das? Aber sag mir doch schon. Sie schmeckt nicht von dir. Irgendwas schon. Weg sollst du ja auch von dir. Zu uns, auf den Dithmarshof. Na, jetzt hast du doch keine Angst mehr, zu deinen Eltern zu gehen. Also komm. Morgen kommst du zu uns, nicht wahr? Endlich da, Helga? Komm jetzt. Setz dich hierher. Ich hab dir deine Suppe aufgehoben. Du kannst gleich essen. Ich bekomme das Geld nicht. Ich habe die Klage zurückgenommen. Wir wissen es schon, Helga. Da jemand hier, der auf dem Gericht gewesen ist. Diese Schuhe sind für dich. Für mich? Was ist denn das für ein Zeichen? Das bringt Glück, sagt Vater. Mhm. Ich habe auch etwas Schönes für euch. Ich habe einen neuen Dienst. Als Kleinmarkt. Auf dem Dithmarshof.
Na, was hast du denn? Warum isst du nicht mit uns? Geht es dir so schlecht bei uns? Ich habe es nirgendwo so gut gehabt. Na, wenn man dich ansieht, da könnte man das Gegenteil glauben. Du verkriechst dich und versteckst dich, als ob du gar nicht zu uns gehörst. Ich habe mit Mutter gesprochen. Wenn du willst, da können wir das Kind ganz gut zu uns nehmen. Na, das Kind ist bei der Schwester von Mutter. Ich bin zu jung für ein Kind. Ich habe nichts mit ihm zu schaffen, sagt sie. Nein, es ist nicht nur das Kind. Es ist mir weh. Na, dann kann ich dir eben auch nicht helfen. Gertrud! Gertrud! Bin ich auf dem Moorhof gewesen. Es ist schön bei dir zu Hause, Helga, wenn der Sommer aufs Moor kommt. In der Nacht steht über den Gräben der Nebel. Das Schilf wird schon hart. Man riecht es über das ganze Moor. Und Stimmen hört man, wenn einer das Ohr dafür hat. Nicht wahr, Helga? Deine Eltern würden dich wiedernehmen, Helga, wenn du zurück willst. Nein, ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich hab doch hier meinen Dienst. Du, Carsten, ich kann dir was Gutes sagen. Ich habe mit Vater gesprochen. Hat er ja gesagt? Er will sich morgen den Hof ansehen, auf den ich heiraten will. Und wenn er ihm nicht gefällt? Er wird ihm gefallen. Verlass dich drauf. Dann wird er mit deinen Eltern die Hochzeit ausmachen. Ja, gut. Hm? Na? Hm? Mutter wird Augen machen. Helga! Ja? Mutter Fittmer. Ich habe eine Bitte, Mutter Fittmer. Na, heraus damit. Ich wollte bloß fragen, ob ich einmal nach Feierabend nach Hause darf. In das Moor? Na, dann lauf nur rasch, damit du nicht in die Nacht hineinkommst. Dankeschön. Aber vergiss nicht, den Pferden vorher noch Wasser zu geben. Ja. Ja, es ist ja hier nicht alles so, wie du es gewohnt bist. Aber gemütlich ist es doch, nicht wahr? Das Einzige, was dem Dietmar so fehlt, ist eine Frau für den Karten. Ich hab's mir nun mal in den Kopf gesetzt, diesen Mangel abzuhängen. Na, dafür bekommst du jetzt auch einen feinen Kaffee. Aber lass doch, Mutter, den Kaffee kann Helga doch machen. Die habe ich nach Hause geschickt. Sie wollten ihre Eltern besuchen. Aber ich kann doch helfen. Na, wo steht der Kaffee? Ja. Du. Ich hätte gern gewusst, wie dir Helga gefällt. Sie hat eine neue Magd? Ja, die Helga Christmann.
Ach. Sie ist jetzt hier? Die von Moro. Es ist nicht schlimm mit mir, Helga. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du musst jetzt gehen. Es wird bald dunkel. Scheiße. Ich muss jetzt wieder gehen. Wenn du mir nur sagen wolltest, was dir fehlt. Es ist nichts. Da kann mir niemand helfen. Hast du Heimweh? Dort geht es dir doch viel besser als bei uns. Gute Nacht. Gute Nacht. Komm gut übers Moor. Ja, Mutter. Schön, dass du mich nach Hause fährst. Mhm. Du bist fast so redselig wie dein Vater. Mhm. Na, sag doch mal was. Ja, weißt du, Gertrud, wenn ich jetzt nicht kutschieren müsste. Was dann? Dann hätte ich die Hand frei. Zum Reden? Na, also. Machst du da, Helga? Hast du denn für Geheimnisse? Ich habe nichts Unrechtes getan. So. Dann erschrickst du so? Hast dir wohl Essen holen wollen? Kommst du etwa nicht genug bei uns? Deshalb weinst du wohl so viel. Ich werde jetzt nicht mehr weinen. Ach, warum nicht? Nein. Ich werde es jetzt nicht mehr. Was machst du hier am Herd? Mitten in der Nacht? Ich habe Asche auf dem Herd gestreut. Deshalb werde ich jetzt nicht mehr weinen. Was ist das für ein Unsinn? Asche soll gegen dein Weinen helfen? Ja, das ist doch so. Wenn man zu Hause Asche vom Herd nimmt und bringt sie in das fremde Haus. Dann hat man auf einmal kein Heimweh mehr. Ja. Jetzt ist es hier. Willst du das Haus verhexen? Nicht so laut. Es könnte uns jemand hören. Wer soll uns hier schon hören, wo alle schläft? Es gibt welche, die schlafen nie. Sie sehen alles, was man tut und hören jedes Wort, was man sagt. Dass du an solches Spukzeug glaubst, Helga. Jens Uhl sagt es auch. Der Torfschiffer, der die Dummen noch dümmer macht mit seinen Geschichten. Das wissen ja alle, dass man daran glauben muss. Aber Helga, du warst doch früher schon einmal bei fremden Leuten.
Hast du denn da kein Heimweh gehabt? Doch. Immer. Und da hast du dein Mittel nicht angewandt? Nein. Daran habe ich niemals gedacht. Das kann man nur einmal tun. Und dann kann man nie mehr fort von dem neuen Haus. Weil man sich immer danach zurücksehnt. Und warum hast du auf unseren Herd deine Asche gestreut? Motten der Horst, den Morstig ins Bord und tanzt ganz allein auf die achtesten Wind. Wie die Rallalala, wie die Rallalala. Na nu, du bist ja heute so fidel. Rallalala. Du tust ja so, als wenn du das große Los gewonnen hättest. Wer nicht fragt, braucht auch nicht auf Antwort zu warten. Mach aber mal den Mund auf, wenn der Amtmann kommt. Hast du was gesagt? Wenig reden ist ja ganz gut in der Ehe, aber damit verheiratet man doch seine Kinder nicht. Da sind sie schon. Komm. Na komm doch. Kommt herein und seht euch alles an. Na. Sehr schönes Vieh. Ja. Ein Ochse, fünf Kühe und drüben stehen die Kälber. Vater könnte wirklich etwas freundlicher sein. Deiner? Meiner auch. Unsere Pferde. Das ist der Hans. Mit dem unterhält sich Vater am liebsten. Lauf schnell zum Backofen. Ach ja. Und sieh, ob dein Kuchen schon fertig ist. Ja, Hunger leiden braucht bei uns kein. Das hat Mutter alles selbst gewählt. Das ist noch von den Großeltern her. Und wird für unsere Enkel auch noch reichen. Ja. Alles gut in Stand. Gefällt mir. Und hier vom Garten aus sieht man die Felder. Was hat er gesagt? Gefällt mir, hat er gesagt. Das glaube ich. Gehören die Wiesen auch dazu? Schön ist es bei euch. Bleibst denn du? Na, du tust ja so, als wenn du deine eigene Hochzeit feierst. Na, ich gehöre doch mit zum Hof. Was? Den Carsten hättest du doch auch wohl genommen. Wenn ich ihn gekriegt hätte. Wie kannst du so etwas sagen? Carsten Dittmar und ich. Bitte, nimm Platz. Helga! Ja? Den Kaffee! Ja, sofort! Morgen können wir gleich den Ehevertrag aufsetzen, wenn es euch recht ist. Und wir bestellen das Aufgebot. Wenn wir einig werden. Aber wir sind uns doch schon lange einig. Wir nehmen Gertrud auch, wenn sie nichts hat. Nicht wahr, Vater? Mhm.
Siehst du, Vater sagt es auch. Auf jeden Fall kommt ein Ehevertrag. Genaues Verzeichnis von allem, was sie mitbringt. Und in 4 Wochen heiraten wir und... Helga, du hast ja ordentlich stark gemacht. Sie ist richtig hübsch geworden, seit sie bei uns ist. Nur da wenig mit. Danke. Wenn du lachst, Helga, da siehst du viel netter aus. Lass. Den Kaffee schenke ich ein. Kuchen hat Helga gebacken. So, ja, ja. Der Mann kann sich freuen, wer die einmal zur Frau bekommt. Eine, die mit dem Gericht zu tun hatte? Was machst denn du? Warum läufst denn du immer weg? Ich möchte bloß wissen, was das Fräulein gab. Das Kind. Komm lieber raus zum Kaffee trinken. Vielleicht ist es, weil ich das Kind habe. Och, nimm doch nicht alles so wichtig. Ich verstehe nicht, warum du die Sache so wichtig nimmst. Das ist doch nur natürlich, dass ich mir das Gesinde selbst wähle, wenn ich hierher komme. Gestern Abend hattest du nichts dagegen, dass Helga hier ist. Ich hab's mir eben überlegt. Ach, Gertrud, ich kann Helga doch nicht einfach wegschicken. Wo soll sie denn hin? Wenn du willst, dass ich einmal als Frau auf deinen Hof komme, kannst du mir nicht schon die erste Bitte abschlagen. Vielleicht hast du recht, Gertrud. Ich will es dir sagen, dass sie geht. Gertrud! Helga, ich habe dir etwas zu sagen. Ja. Na nicht, mach deine Arbeit. Was suchst du denn? Hat jemand das Messer weggenommen? Sollte Kimholz schweigen. Komm, nimm mein Messer. Steck's mir nachher wieder in die Tasche. Dankeschön. Helga. Weißt du, Helga, ich habe... Ja? Gertrud hat verlangt, dass Helga geht. Aber ich will es dir nur sagen. Es ist mein Wille, dass Helga bleibt. So? Aber wenn Gertrud das will... Wir haben gar keinen Grund, das Mädchen zu entlassen. Aber Carsten... Nein, Mutter, das versteht Gertrud nicht. Ich weiß nicht, Carsten, ob du da recht hast. Recht? Helga hat ein Recht darauf, hier zu bleiben. Das ist es. Helga, komm,
Setz dich zu mir. Leg das mal hin. Hilf mir ein wenig bei den Bohnen. Ich hab dir was zu sagen. Was du für kleine Hände hast. Ich kann aber ganz tüchtig damit zugreifen. Wenn der Carsten jetzt heiratet, dann habe ich hier nichts mehr zu sagen. Dann wird sich wohl manches auf dem Hof ändern. Ja, natürlich. Aber ich will mir alle Mühe geben, dass ich es auch der jungen Frau recht mache. Du hast den Carsten wohl sehr gern. Ja. Sieh mal, Helga, die Gertrud, die kennt dich nicht so wie wir. In 4 Wochen ist sie aber hier zu bestimmen. Das Herz ist immer dumm, wenn es liebt. Und da ist leicht etwas Eifersucht dabei. Das tut nicht gut in einer jungen Ehe. Im eigenen Haus. Ja, ja. Ich verstehe schon. Die junge Frau kommt in 4 Sonntagen. Soll ich von mir? Ich will schon für dich weiter sorgen. Kirche! Vater ist schon voraus, aber wartet! Ihr könnt Helga mitnehmen. Helga! Helga! Willst du fahren? Zur Kirche? Draußen warten welche. Ich will nicht zur Kirche. Was hast du denn da für einen Bündel? Meine Sachen. Was? Ich will gehen, bevor Fräulein Gertrud auf den Hof kommt. So! Das hat dir wohl jemand gesagt. Aber ich sage dir, dass du bleibst. Hey, mach zu. Also los, wir kommen so schon zu spät zur Kirche. Deine Sachen bleiben da. Wer hat Helga gesagt, dass sie gehen soll? Der Gertrud ihren Willen nicht tun? Da kann Gertrud wünschen, was sie will. Mein Wille geht vor. Helga kommt nicht vom Hof. Ich weiß gar nicht, warum du dich darüber so aufregst, Carsten. Weil sie ein Kind hat, soll sie aus dem Haus? Das ist ja Unsinn. Sie bleibt. Jetzt nehme ich sie mit auf meinem Wagen zur Kirche. Vor allen Leuten. Komm. Komm. Steig auf. Du willst nicht? Ich kann doch nicht mit Ihnen zur Kirche fahren. Ich kann doch nicht mit Ihnen zur Kirche fahren. Komm, Carsten, wir nicht zu unserem letzten Aufgebot? Sei ruhig, komm.
Warum läufst du mir weg? Es ist nicht gut, wenn ich mit Ihnen in die Kirche komme. Es ist nicht gut, es ist nicht gut. Glaubst du, ich habe vergessen, dass du die Asche auf unseren Herd gestreut hast? Ich habe auf deine Pferde Acht gegeben, Carsten. Na, du bist ja auch da, Helga. Bleib, steig auf, sage ich dir. Willst du mit zur Kirche, Jens Uhl? Nein, meine Fratze passt mir in keinem Kirchenstuhl. Das ist was für solche, die warten. Mütter auf Kinder, Greise aufs Grab, Bräute auf ihren Liebsten. Du hast doch auch eine Braut in der Kirche, Carsten. Und läufst aufs Moor? Ich glaube, es ist besser, Herr Carsten. Ich gehe mir jetzt allein weiter. Die ganze Kirche voll Menschen, alle sehen auf uns. Und in zwei Tagen ist ihre Hochzeit. Gerade jetzt kommst du mit mir. Vor allen Leuten. Die Kirche ist schon auf. Ich muss jetzt gehen. Ihre Braut kommt. Du bleibst. Gertrud. Gertrud. Helga. Auf, Gertrud. Gleich, Vater. Gertrud! Hast du mich denn nicht gesehen? Ich denke, die Magd geht. Gertrud. Ich will wissen, woran ich bin. Geht sie? Ja? Oder nein? Aber Gertrud, du kannst doch nicht... Es ist noch nicht zu spät, Carsten. Vielleicht haben wir uns ineinander getäuscht. Wenn du darauf bestehst, Gertrud, kann ich sie ja nicht halten. Carsten! Na los, Carsten, steig auf! Mittagessen wird uns sonst kalt. Siehst du, jetzt hat der Vater dich eingeladen. Halt, Carsten, das gibt's aber nicht. Heute gehörst du zu uns. Los, komm mit in den Krug. Wir wollen Junggesellenabschied feiern. So will ich, kannst du uns nicht dabei. Na lass ihn doch, Gertrud. Los! Auf Wiedersehen, Gertrud. Wiedersehen, Carsten. Komm, jetzt muss es ein Ausgeben. Vater! Du musst allein fahren. Carsten! Ja, gleich. Carsten! Ich komme später. Thank you.
Los, Jungs. Ich hab genug für heute. Ich gehe schlafen. Los, hier kommst du noch mit. Schlafen das Ganze übermorgen. Schlafen? Das wäre ja noch schöner. Jawohl, das kannst du übermorgen. Jetzt trinken wir noch einen. Das ist aber der letzte Kugel in dem Leben. Los, muss Musik. Musik! Wo ist denn Fanny? Ja, Fanny soll singen. Fanny, sing mal was! Carsten, wach doch auf. Na, wo hast du denn deine Gedanken? Na, wo soll er sie denn haben? Bei seiner Braut? Helga! Helga! Ach du, bist es. Was denn, mein Junge? Davon gehen die letzten beiden Trachten ab. Carsten, da bist du ja endlich. Du kommst ja mächtig spät zum Frühstück. Die anderen sind schon längst draußen beim Dorf. Morgen. Morgen. Ist gestern ein bisschen spät geworden. Sei so gut, Mutter, und nimm mir den Riss da am Arm wieder zusammen. Muss gestern irgendwo hängen geblieben sein. Beim Bier meinst du wohl? Das sieht mir doch ganz nach einer Rauferei aus. Du darfst mich nicht fragen, Mutter. Die Jungs haben gestern mit mir gemacht, was sie wollten. Von einem Krug in den anderen. Immer eingeschenkt. Schnaps und Bier und alles durcheinander. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was mit mir los war. Eine verhexte Nacht war das gestern. Vollmond, der alles verrückt macht, was will. In Vieland ist ein Kalb zur Welt gekommen mit 5 Beinen. Und am Fluss haben sie einen Menschen erstochen. Das ist ein schlimmes Volk da. Immer gleich mit dem Messer zur Hand. In der Matrosenkneipe hat es wohl angefangen. Es sollen auch Bauernburschen dabei gewesen sein. Und weiter? Weiter nichts. Am Fluss haben sie dann heute Morgen die Leiche gefunden. Am Fluss? Ja. Im Kopf eine abgebrochene Messerklinge.
Kirche zur Arbeit. Ins Moor. Carsten, du hast dir den Kaffee kaum angerührt. Ja, dann wird's wohl auch für mich Zeit. Ach, bleib doch noch einen Augenblick. Ein fünfbeiniges Kalb? Na, das bedeutet nichts Gutes. Der Graben da hinten ist zu flach. Das Wasser läuft nicht ab. Morgen müssen wir ihn trockenlegen und ausstechen. An meinem Hochzeitsmorgen? Es hat auch noch Zeit. Ja, aber das Wetter kann sich ändern. Ja, ist gut. Ich wollte euch nur keine Arbeit machen an meinem Hochzeitstag. Wenn wir zum Pfarrer kommen, dann sag ihm doch, dass er in der Trauerrede den Karsten recht herausstreichen soll. Ehrlich und aufrichtig und fleißig. Auch ja, Vater, für dich ist das nicht fleißig. Wer weiß schon, wie ich das meine. Na, und von dir soll er gar nichts sagen. Von mir? Da wird er ohnehin nicht genug loben können. Das Geld und der große Hof und das Vieh und die Äcker. Aber ich will nicht, dass Karsten klein neben mir steht. Soll ich dir helfen? Helfen? Nein, ich brauche keine Hilfe. Es ist nichts, Vater. Es ist nicht nötig. Was stehst du darum? Hier. Nimm die Milch vor die Tür. Es gibt ja doch keinen. Keinen, für den sie gut sein könnte. Ist die Schüssel nicht jeden Morgen leer getrunken? Wird wohl die Ziege sein. Oder irgendein Tier vom Moor, das die Milch säuft. Ah, das hast du wohl da gelernt, was? Auf dem Wittmarshof. Als ob es keinen Hausgeist mehr geben sollte, weil es Ziegen und Tiere auf dem Moor gibt. Glaubst du wirklich, dass es so einen in unserem Haus gibt? Wer soll einem denn sonst helfen? Was wirst du zu ihm sagen, Gertrud, wenn er kommt? Frag nicht so dumm, ja, wirst du sagen. Nur ja? Das ist aber wenig. Weißt du nicht, dass die Braut an ihrem Hochzeitstag kein Wort mit dem Bräutigam reden darf, bevor er seinen Spruch gesagt hat? Aha, er darf reden. Und noch dazu einen ganzen Spruch. Was sagt er denn? Die Braut erwartet den Bräutigam hinter dem Her und dann nimmt sie eine Blume aus der Brautkrone und gibt sie ihm. Aber vorher sagt er seinen Spruch.
Ja, natürlich. Pass auf. Der Bräutigam tritt vor die Braut und dann sagt er, Gertrud Gerhard, ich, Carsten Wittmer, bin gekommen, um dich zu fragen, ob du mein Weib werden willst. Weib? Sagt er wirklich Weib? Das ist aber komisch. Es ist eine alte Braut. Und Carsten und ich, wir wollen ihn beibehalten. Viel Glück, Carsten. Viel Glück. Mutter. Fehlt dir was, mein Junge? Ist nicht, Mutter. Hast du was vergessen? Es ist nichts. Wir müssen fahren. Sie werden schon auf uns warten. Ich habe auf Sie gewartet, weil ich Ihnen Glück wünschen wollte. Warum bist du nicht zu uns auf den Hof gekommen? Ich danke dir, Helga. Helga. Hast du Helga noch was zu sagen? Nein. Nein, es ist nicht. Heiratete. Da sind wir auch hier diesen Weg gefahren. Vater und ich. Damals hat Vater mich zur Mutter hinkutschiert. Heute kann ich dasselbe für dich tun. Vielleicht denkst du mal dran, später, wenn du hier an meiner Stelle sitzt. Hast du mir was zu sagen, Carsten? Ihr seid alle so gut zu mir. Vater, ich muss es dir sagen, etwas Furchtbares. Du brauchst es mir nicht zu sagen, Carsten. Ich weiß es. Aber ich bin froh, dass du endlich reden willst. Und wenn Gertrud nach der Brautkrone greift, um dem Bräutigam eine Blume zu geben. Dann soll die Musik einsetzen. Ja. Da kommen Sie. Gertrud Gerhard, ich, Carsten Wittmer, bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich dir dein Wort zurückgeben muss. Denn ich habe im Rausch einen Menschen erschlagen. Ich weiß nicht einmal seinen Namen, wie er aussieht, wie es dazu gekommen ist, aber ich... Muss es ja gewesen sein. Du weißt nicht, ob du einen Menschen getötet hast. Ich weiß nur, dass in seinem Kopf eine Messerklinge gefunden worden ist und dass an meinem Messer die Klinge mitten durchgebrochen ist. Es ist noch gar nicht erwiesen, dass Carsten es war. Aber selbstverständlich verlangt ihr, dass die Hochzeit aufgeschoben wird, bis sich alles geklärt hat. Gertrud. Ich denke, Carsten ist sich seiner Sache sicher. Gertrud hat recht, Vater. Es hat keinen Zweck, die Hochzeit aufzuschieben.
alles hättest du vorher sagen können. Uns brauchtest du nicht mit da hineinzuziehen. Fahr gleich zum Gericht, Vater, und melde die Sache. Ich will noch zur Mutter, bevor ich nachkomme. Hochzeitsspektakel wird nicht. Das war Hochzeit wird nicht? Er hat einen Mann erstochen. Er sagt natürlich, er weiß von nichts mehr. Aber an seinem Messer ist die Klinge abgebrochen. Die Klinge? An seinem Messer? Dieser Karsten Wittmer, nicht wahr? Ja, das finde ich auch. Gertrud kann sich wirklich freuen, dass aus der Hochzeit nichts geworden ist. Betrieb sich so sinnlos, dass er nicht mehr weiß, was er tut. Vielleicht hat er es gar nicht getan. Ich weiß schon, dass es nicht Carsten, dass seine Eltern waren, die mich fort haben wollten. Aber kommen Sie! Du warst es nicht. Wie ich aufs Gericht kam, hatten sie schon einen festgenommen. Einen Matrosen. Du hast den Menschen am Fluss nicht erstochen. Helga! Du an der Haustafel sitzen und neben dir Gertrud
deine Frau? Gertrud. Carsten. Es tut mir leid, wie ich heute Morgen zu dir war. Ich bin hierher gekommen, um dir zu sagen, ich will dir sagen, dass ich immer zu dir halte, auch wenn du... Gertrud, es ist schön, dass du gekommen bist, aber... Nein, ich will nicht, dass du mich für besser hältst, als ich bin. Helga hat es mir gesagt, dass du unschuldig bist. Und sie war es auch, die mich herschickt. Dann ist alles wieder gut. Helga will, dass es zwischen uns wieder gut wird? Weil sie dich lieb hat. Kein Mensch auf der Welt kann dich lieber haben als sie. Und das sagst du? Ja. Weil ich, Gertrud Gerhardt, mich nicht von einer anderen beschämen lassen will. Ja, gut. Ich wollte dir nur sagen, du weißt nicht, nein, du weißt es nicht, wie gut ich dir jetzt bin. Ist Gertrud fort? Mutter, was würdest du sagen, wenn ich dir eine andere als Schwiegertochter bringen würde? Mir ist jede recht, die dich so lieb hat, wie eine Frau ihren Mann liebhaben soll. Sag Vater, dass ich zu Helga gegangen bin. Carsten ist zu Helga gegangen. Na, was sagst du nun? Ich sage, dass ich jetzt für lange Zeit wohl nichts mehr zu sagen brauche. Jetzt halte ich wieder den Mund. Ach, da bist du ja, Helga. Ich wollte dir nur sagen, aus meiner Hochzeit wird nichts. Jetzt? Wo doch schon alles vorbereitet ist. Ja, und deshalb möchte Mutter, dass ich doch Hochzeit mache. Aber nicht mit der Gertrud. Denn seit heute weiß ich, dass ich eine andere habe. Und das, Helga, bist du. Ich? Ja. Und jetzt bin ich gekommen, das Mädchen vom Moorhof zu fragen, ob es Carsten Wittmers Frau werden mag. Aber warum läufst du von mir weg, Helga? Ach, ich... Hast du etwa Angst vor mir? Nein, ich glaube ja. Und warum? Weil ich dich so liebe. Carsten!